Willkommen zurück zu Pokémon Gold, The Nuzlocke. Immer noch mit Slicer und mir, dem Wolf und dem nicht gemuteten Skype. Ich bitte um Verzeihung. Und mein Cursor im Bild. Unprofessionell, aber tut mir leid, Slicer ist schuld. So, wir reden einfach heute. Ja, natürlich. Ich verrate dir ein Geheimnis. Als erst müssen wir kämpfen. Den Kerl kenne ich noch. Aha, warum? Ach ja. So, diese Leute, die einem etwas versprechen, dann irgendeinen Scheiß labern, meinst du? Nee. Oh. Hast aber ein schönes Pokémon, ne? Ja, ich meinte eigentlich eher, weil er in Pokémon Blau auch schon genau das gleiche gesagt hat. Achso, allerdings kann ich mich nicht daran erinnern, dass er in Pokémon Blau ein Dragoran bei sich hatte. Und ich erinnere mich auch nicht mehr dran, was es für eine Schwäche hatte. Das vielleicht auch egal wäre, weil... Ach nee, du meinst hier schon mal ein Dragoran begegnet, oder was? Ja. Ah. Now I see. Naja, es ist zum Glück nicht so stark, das kriegen wir weg. Ja, irgendwann mal. So. Naja, solange das nicht wieder so ein schöner Zeldas... Nee, warte, Zeldas? Ich glaube Zeldas-Fight. Nee, warte, waren Zeldas nicht unser Dragoran? Ja. Verdammt, wie hieß nochmal unser Sepa? War das überhaupt ein Sepa? Nein. I don't even know anymore. Dann war das das Dratini, was wir dann hatten. Also, das war Nee, Moment, es war ein Remoraid. Ja. Dieser epische Remoraid, Windhosen... Windhose war es, glaube ich? Windhosen-Fight. Ja, Sprudel. Ja, okay. Ich wusste, das hatte irgendwas mit Trinken zu tun. Dass dieses Vieh aber auch so viel aushält. Dafür macht es irgendwie nur einen Schaden. Was erwartest du? Wir sind 20 Level drüber. Ich erwarte, dass es wenigstens 2 Schaden macht. Es ist ein fucking Dragoran. Es hat 3 Schaden gemacht. Lebst du damit? Ja, ich denke schon. So. Schaff's. Spuck dein Geheimnis aus. Oh, Mini. Ich habe verloren. Ja, wohl doch kein Geheimnis. Doch, wenn du jetzt nochmal mit ihm redest. Du musst einen kleinen Fluss durchqueren, um zum Grabwerk zu gelangen. I don't even know. Ja, nee, das wissen wir noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht mitbekommen. Wir waren ja bloß schon beim Kraftwerk. Und waren total enttäuscht, dass kein Zapdos da ist. Ich habe übrigens nachgeguckt. Die 3 Vogel-Pokémon gibt es hier nicht. Wenn sie kommt, kommt sie vom Silberberg. Silberberg ist in Johto, oder? Nee. Ich verkneife mir jeglichen Kommentar. Der Silberberg ist im Nimmerland und sie fliegt mit Peter Pan her. So. Thomas hat schon eine stylische Frisur, oder? Jojo, ich erinnere mich sehr gerne an Frank zurück, der es leider nicht aus der ersten Generation rausgeschafft hat. Was ich eben sagen wollte, die 3 legendären Flug-Pokémon gibt es hier ja nicht. Allerdings gibt es sie dann im Remake später Hard Gold und Silver wieder. Deshalb war ich etwas irritiert. Aber wir sind ihnen trotzdem begegnet. Zumindest Arctos, Lavados und Zapdos. Ja doch, wir sind allen begegnet. Arctos hat uns ja wild angefallen. Sind wir eigentlich schon in Entei begegnet? Ich denke ja, oder? Ich glaube, das war das Arctos, dem wir begegnet sind. Also, Uns hat mal ein Level 40 Arctos oben am Drachensee angegriffen. Nein, das meinte ich so gar nicht. Dürftest du das dann eigentlich fangen? Nee, weil auf der Route habe ich bereits ein Pokémon gefangen. Na, ich meine an sich, es ist ja ein laufendes Pokémon. Ja, dennoch. Wenn ich auf der Route noch nichts gefangen habe, dann kann ich es fangen, Dann müsstest du Instant den Meisterball werfen. So, was ich sagen wollte, ich meine einem Entei an sich begegnet. Ich denke ja, oder? Ich bin mir nicht sicher, da müsst ihr im Pokédex gucken. Ich weiß nämlich, dann guck mal nach, würde ich sagen. Ich war zu sehr mit Singen beschäftigt. Ja. Und meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Na, das singt jetzt gar nicht. Kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Select. Neuer Pokédex von A bis Z. Modus wechseln, bitte warten. So, damit
beschleunige ich jetzt mal bis zu E. Ja, da sind wir, glaube ich, schon dran vorbei. Wenn man das Alphabet nennen könnte. Das ist mit Beschleunigen gar nicht so leicht. Wir sind schon mal im Ende. Ja, gut, dann sind wir, glaube ich, allen drei schon begegnet, weil wir sind erst vor ein paar Folgen einem Securen begegnet. Und ich glaube, mit Raiko sind wir auch relativ am Anfang. Hatten wir dich schon? Ja, dich hatten wir schon. Gut, dann sollten wir jetzt eigentlich hier so weit das meiste haben. Den da noch und oben. Dürfen wir hier einen Pokémon fangen? Müssten wir eigentlich. Ich möchte den Felstunnel. Ich möchte einfach den Felstunnel. Ach nee, erforschen möchte ich den. Ja, schade. Ich möchte Skype ausblenden. Ich bitte um Verzeihung. Da musste kurz meine Hand an die Maus. Ich hab die ja normal beide an der Tastatur. Ich wollte schon sagen, oder besser gesagt fragen, was machst du sonst mit deiner Hand? Ja, ich hab beide an der Tastatur. Ich weiß ja nicht, was du mit deinen Händen machst. Aber ich benutze sie normal zum Zocken. Ich könnte natürlich jetzt so etwas sagen, wie ich spiele mit meinen Händen rum. Da das jetzt natürlich missverstanden wird, erkläre ich das gleich auf. Ich spiele mit meinen Händen an meinen Händen rum. Nicht an irgendetwas anderem oder irgendwem anders. Nicht wahr? Das ist ja das Schlimme. Ja, nee. Ich sag dazu nichts mehr. Übrigens, wer mich persönlich sehen möchte, also nicht persönlich sehen möchte, aber wer wissen möchte, wie ich ungefähr aussehe, am Wochenende ist ein ganz besonderes Special online gegangen, nämlich am Sonntag. Um 12 Uhr kam es. Könnt ihr ja mal gucken, ich hab's wahrscheinlich in den Special-Ordner gepackt. Das Spiel heißt Gorillas. Also in die Playlist, nicht in Ordner. Wenn ihr das seht, dort drin findet ihr nämlich... Vorsicht! Genau. Genau das findet ihr drin, ja. Nein, ihr findet dort natürlich einen... Den habe ich ganz vergessen. So, erstmal das hier. Route 9. Azuria City zum Felstunnel. Ihr merkt, ich halte die Spannung hoch. Ihr findet dort einen South Park Charakter, der aussieht wie ich. Ja, da ist nichts mehr. Ja, ich war schon am überlegen, ob ich irgendwie was einwerfe wie... Ihr findet dort einen Charakter drin, der sieht fast aus wie er. Ja, damit hätte ich so recht. Hey, du Lumm! Wirf deinen Müll nicht hier hin! Das ist mein Fahrrad! Und ich sitze drauf! Ich glaube, er meinte eher dich selbst, aber... Ich glaube, der ist einfach bloß kurzsichtig. Oder dem stand das Nidoking im Weg und er konnte es nicht erkennen. Ja, nee, dort findet ihr einen South Park Charakter, der aussieht wie ich, den habe ich persönlich designt. Na, wer darf jetzt weiterkämpfen? Red Bull. Na gut, dass der Eisenschweif so viel zieht. Wenn das jetzt nicht sehr effektiv ist, dann dauert der Kampf ewig. Oh ja, ich sehe schon. Und Spinnennetz. Kumpel? Könntest du nicht einfach irgendwie was... Fliegen einsetzen. Na, Fliegen zieht zwar nicht ganz so viel, aber es zieht noch genug, da hast du recht. Ja, ich glaube, wir wurden gerade wieder weggewirbelt. Auf der Stelle. So, Patrick. Ja. Und ich habe einen Tipp für euch. Wenn euer PC zu langsam ist, benutzt Hamster Energy. Die Energy für euren Hamster, damit der PC wieder schneller läuft. Ich weiß nicht, was das hier ist. Mir fehlt hier auch gerade Kontext. Also ihr seid nicht die Einzigen, die den für verrückt erklärt haben. Nein, das habe ich selber erst vor circa 5 Minuten gemacht. Aber nein, okay, nicht ganz 5 Minuten. So lange geht schon die Aufnahme. Circa 10 Minuten. Ich habe ein scheiß Zeitgefühl. Bitte ja hier keine Kraft ausdrücken. Es sind schließlich Kinder anwesend. Wenn Kinder anwesend sind, hallo. So. Daumen hoch geben am besten und kommentieren, das würde mich mal wirklich interessieren. Ich weiß ja ungefähr, bei den meisten weiß ich ja tatsächlich von denen, die regelmäßig kommentieren, das Alter. Aha. Ja, ich habe nämlich mal eine Umfrage gemacht. Aha. Das finde ich sehr, sehr, ich finde das, es gehört halt zu einer Community dazu, seinen Durchschnitt zu wissen. Aha. Findest du nicht? Aha. Also nein. Gut. Ich sagte, aha, das war so zustimmend gemeint, aber was soll's. Mach halt die ganze Aha-Kampagne kaputt. Ich wollte doch nur klarstellen. Das ist. Mann, ey. Du machst mich aber ganz gleich kaputt. So, hier dürfen wir ein Pokémon fangen. Nidoran, mal wieder. Nein, es ist ein Hornio. Stirb, Hornio, stirb. Das hat schon so X-Augen, das ist schon kaputt. Das sind nur einzelne Pixel.
Das guckt ganz, ganz lieb. Deswegen durfte es nicht weiterleben. Das wollt ihr mich eigentlich rollen? Das hätte ich dir auch vorher sagen können. So. Ich hätte das Ronny fangen sollen. Die Leute sollten ihren Müll nicht hier liegen lassen. Zum Beispiel also Büsche. Herr. Oder Steine. Vor allem diese Büsche wachsen auch extrem schnell nach. Ja. Das sind wie so Horrorfilmbüsche. Du schneidest dich, gehst zwei Schritte, auf einmal hörst du so, drehst dich um. Oh, schon wieder ein Busch. Kommt der her. Don't starve, sag ich nur. Inwiefern don't starve? Naja, du läufst an einem Baum vorbei und auf einmal wird er größer. Oh ja, als ich das erste Mal Don't Starve bei dir gespielt habe. Du erinnerst dich, als das erste Mal so ein Baum plötzlich größer geworden ist? Ja. Wie heißt nochmal das Baum Don't Starve? Hab ich schon wieder vergessen. Der, Wächter? War das Baum? Ja, kann gut sein, dass er sein. Nee, und er hat mir halt vorher erzählt, ja, du musst aufpassen, wenn du zu viele Bäume fällst, ja, dann steht eventuell so einer auf und verfolgt dich dann. Der ist ziemlich heftig. Oh, ich habe verloren. Erstmal wirfst du dir deinen Müll weg, dann verliere ich noch. Dann scheiß Tag. So, I just did it again. I'm very sorry. Nee, auf jeden Fall. Ich dann voll paranoid, so bei jedem Baum, den ich gefällt habe. Ah, hoffentlich steht da nicht gleich hinauf. Plötzlich wächst so ein Baum neben mir. Und ich hab mich so erschreckt, aber das gibt's gar nicht. So, dann Pokémon bewegen. Dann darf jetzt Nippel wieder mitkommen. Muss ja erstmal einen ablegen. Wen kann man gerade mal da lassen? Red Bull, komm. Warte mal, aber er weiß nicht. Der müsste ja hier irgendwo drin sein. Ja, irgendwo. So, fangen wir unten an. Ja, da ist ein Nippel. Nee, falsche Richtung. Schon wieder falsche Richtung. Nein, passt schon. So. Nippel kommt jetzt mit. Ich sollte erst beschleunigen, wenn ich draußen bin. Das würde sehr helfen. Also im echten Leben wärst du schon irgendwie in einem Fail-Video gelandet bei der Reaktion. Wenn ich so beschleunigen könnte, dann bräuchte ich überhaupt nichts mehr. Was glaubst du, was das für eine Arbeitskraft geben würde? Wenn du einfach mal alle Aktionen, die du hast, beschleunigen könntest. Wie viel ich dann in der Stunde verdienen würde. Tja, in der Tat. Ich meine, das verzehnfacht ja. Was glaubt ihr, selbst beim Gehalt von 10 Euro die Stunde? Naja, aber wenn es die Stunde bezahlt wird, dann verzehnfacht sich ja dann nicht automatisch dein Gehalt. Ja, das stimmt. Aber ich könnte da ja so ein paar Leute belabern, dann... Ich verdiene weniger, aber ich mache die Arbeit für 10. Und dafür möchte ich aber auch für 10 bezahlt werden. Und wenn die sagen, das machen die nicht? Dann arbeite ich nicht bei denen. Dann mache ich irgendwie einen Vertrieb auf für, was weiß ich, Kleinholz und mache Sperrmüll kaputt. Du könntest ja irgendwie so eine Expresslieferung aufmachen. Und dann mit 10-facher Geschwindigkeit durch die Stadt rennen. Ja. Das Kraftwerk von Kanto befindet sich am Ende von Route 9. Es muss dort einen Störfall gegeben haben. Ja, da haben wir schon mitbekommen. Sag mal, weißt du zufällig, wo der Dieb ist? Mein Name ist und ich sind ein unschlagbares Team. Er hat eine sehr tiefe Stimme. Lamus, mach deine Konfusion. Jada! No comment on this one. Sehr gut gemacht, Lamus. Wollen wir dann gerade nochmal der Fulcorrect da oben der Haus abchecken, wo der Fulcorrect früher der Schaufler gab, weil vielleicht ist ja wieder Fulcorrect der komische Rocket-Typ da. Ja, das würde ich auch sagen, wenn du aufhörst so zu reden. Ich würde allerdings hier gerne die Häuser nochmal durchgehen. Die Frage ist, wie lange nehmen wir überhaupt schon auf? Mach halt immer alles kaputt. Ich wollte da jetzt gerade hochgehen, die Spannung steigern lassen, um zu sehen, ob da jetzt drin ist und dann den Part beenden. Aber das lässt du mich ja nie machen. Nein, natürlich nicht. Der Fahrradladen ist dicht. Gut, das Schild lesen wir nächstes Mal. Lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Gold, die Nuzlocke. Bis dann, euer Wolf.